Für viele Gegner des Projektes Stuttgart 21 war es am 23.12. eine tolle Demo, auch wenn der Anlass dazu das Demoverbot der Stadt Stuttgart auf dem Adolf-Klett-Platz war. Gefühlt waren an diesem Tag mehr Polizeieinsatzkräfte vor Ort. Stefan Keilbach, der Bürgerreferent des Polizeipräsidiums Stuttgart, kann das nicht bestätigen. Wir haben schon seit langen Monaten eigentlich zur Montagsdemo, ich sag mal, in der Regel eine ganze Hundertschaft insgesamt im Einsatz, die also als geschlossene Einheit im Zugrahmen auch auftreten kann, falls man mal eine entsprechende Absperrung oder sonst was benötigt. Ansonsten auch noch einige Kolleginnen und Kollegen drumherum, sodass wir sagen können, wir haben so rund 120 Beamte eigentlich jeden Montag im Einsatz und da war auch die letzte am 23. gar keine Ausnahme. Aber zumindest wurden am 23.12. von der Polizei mehr Videoaufnahmen gemacht. Also ich weiß von den Kollegen, dass mindestens ein Trupp, ein sogenannter Beto-Trupp, wie wir sagen, Beweissicherung und Dokumentationstrupp, mehr da war als sonst. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Kameras tatsächlich da waren. Sie müssen natürlich sehen, wir haben ja ganz bewusst uns dazu auch entschlossen, gegebenenfalls zu dokumentieren, Beweise zu sichern, nachdem es sich angedeutet hat, dass es Demonstrationsteilnehmer gibt, die eben diese vorgegebene Route nicht nutzen, sich also auf den Arnulf-Klett-Platz vor dem Bahnhof stellen werden. Und das ist ja nicht entsprechend der Regelungen, der Auflagen der Stadt gewesen und das haben wir dokumentiert. Im Zusammenhang mit dem Demoverbot auf dem Arnulf-Klett-Platz sind auch die Verkehrsbehinderungen ein Thema. Stefan Keilbach antwortet auf Nachfrage diplomatisch. Die Geschichte mit der Verkehrsbehinderung, das ist natürlich immer alles sehr relativ. Ich nehme natürlich selber auch wahr, dass wir auch als Polizei irgendwo auch zwischen den Stühlen stehen. Einerseits fahren da auch noch Autofahrer in die Strecke hinein, da wo man eigentlich gerade gar nicht demonstrieren darf. So war es am 23. Und da gibt es natürlich schon Verkehrsbehinderungen. Nur ist eines auch klar, an dieser Fußgängerfahrt beispielsweise Lautenschlagerstraße rüber zum Hauptbahnhof, da steht halt dann der Verkehr und dann nimmt man gar nicht mehr so intensiv wahr, was eigentlich drumherum für eine Verkehrsbeeinträchtigung stattfindet. Insofern ist das immer eine relative Angabe aus unserer Sicht und die Polizei und auch die Behörden haben sich natürlich darauf eingerichtet, dass man die Verkehrsbehinderungen, die eigentlich entstehen würden, durch verkehrslenkende Maßnahmen verändert, verträglicher gestaltet oder Sie wissen auch, zum Beispiel die Straßenbahn, die hält halt dann entweder einen Busverkehr an oder lässt den woanders hinlaufen, sodass es noch einigermaßen geregelt ist. Aber eine Beeinträchtigung ist das für viele, nur das merkt man eben gar nicht. Die kommen ja auch nicht und sagen dann, hey, ich muss jetzt woanders hin. Insbesondere bei spontanen Demonstrationen sind gelegentlich schwierige Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern zu beobachten. Am 23.12. war das zum Beispiel bei der Kreuzung zur Friedrichstraße und am Berliner Platz der Fall. Also wir nehmen sehr deutlich wahr, dass es immer wieder Autofahrerinnen und Autofahrer gibt, die auch eine entsprechend plötzliche Aggression natürlich mit sich tragen. Das ist ja nicht nur das Hupen und ich nehme mal an, etliche Demonstrationsteilnehmer, S21 Gegnerinnen und Gegner haben das auch schon wahrgenommen, dass sie natürlich nicht unbedingt auf dem AKP sozusagen wohl gelitten sind. In jüngster Zeit kam vereinzelt auch die Frage nach den Polizeibeamten in Zivil auf und auch hier steht der vage Verdacht im Raum, dass seit einigen Monaten mehr Polizisten in Zivil bei den Demonstrationen im Einsatz sein könnten. Dazu habe ich überhaupt keine Kenntnis, dass mehr Zivilbeamte bei den Demonstrationen dabei sind. Ich wüsste das auch wirklich nicht. Ich sehe keinen Grund dazu. Wir haben natürlich immer mal wieder bei verschiedensten Anlässen auch die Kriminalpolizei im Einsatz. Die Kriminalpolizei, die natürlich keine Uniform trägt. Das ist aber ein ganz normales Gebaren, ganz normales Verhalten. Also insofern aus meiner Sicht gar keine Veränderung, auch nicht nötig im Übrigen. Und wie viele Zivilbeamte sind bei den Demonstrationen im Einsatz? Das weiß ich schlichtweg gerade nicht. Wir haben bei solchen Einsätzen auch immer einen Abschnitt Kriminalpolizei, gegebenenfalls
im Einsatz, der aber nicht unbedingt direkt vor Ort sein muss. Sie müssen sehen, beispielsweise wenn es zu Straftaten kommt, dann werden möglicherweise Störer vor Ort festgenommen. Die werden dann auf eine Wache gebracht und gegebenenfalls auch von Kriminalbeamten werden dann die Ermittlungen weitergeführt. Also insofern sind da schon auch Kriminalbeamte zum Teil im Einsatz. Die Gegner des Projektes Stuttgart 21 haben in den letzten Wochen klargemacht, dass sie sich nicht durch die von der Stadt gewünschte Verlegung abschrecken lassen. Wie stellt sich die Situation aus Sicht der Polizei dar und wie sehen die Planungen dazu in den nächsten Wochen aus? Ja, wir sind ja insgesamt in Stuttgart durch die Versammlungsbehörde, Amt für öffentliche Ordnung, aber auch Polizei, denke ich, auf einem guten Weg in dieser Standortfrage zur Montagsdemo insgesamt, zu einer Verlegung möglicherweise auf den Marktplatz. Und jetzt muss man natürlich einfach mal sehen, auch für die Polizei gilt ganz explizit natürlich das Recht der Verhältnismäßigkeit, dass wir über alle Maßnahmen auch stülpen müssen. Und jetzt kann man doch einfach nicht so tun, wie wenn es vorher keine 200 Demonstrationen gegeben hätte. Die hat es gegeben, die hat es dort gegeben. Und jetzt brauchen wir auch nicht von jetzt auf nachher einen Schalter massiv umlegen und dann womöglich auch noch mit unmittelbarem Zwang, womöglich noch mit Hilfsmitteln des unmittelbaren Zwangs hier durchsetzen, dass die Demonstration jetzt genau dort oder dort nicht läuft. Wir haben natürlich im Versammlungsrecht auch die Problematik der Spontandemonstration und auch eine Spontandemonstration steht unter dem Schutz des Versammlungsrechts mal ganz grundsätzlich. Nur merken Sie da halt auch, welches Dilemma man insgesamt hat. Im Übrigen möchte ich das durchaus auch mal erwähnen, hier die Kolleginnen und Kollegen der Polizei stehen ja hier in einem Dilemma. Wir stehen zwischen den Stühlen, einerseits Versammlungsrecht, S21-Gegnerschaft, dort in vielen Aktionskreisen, dann, wie wir vorher gehört haben, Autofahrerinnen, Autofahrer, die dann aggressiv reagieren. Wir können es bald keinem mehr recht machen. Und insofern nochmal, ich denke, wir sind auf einem guten Weg in Richtung der Montagsdemo auf dem Marktplatz.